Das ist der Will. Heute zum Thema Blumenbunker, Bauchgefühl. Als Gast bei uns im Krisenstudio Clara Stoll, Jane Mumford und ich, der Klibi. Und hier ist er, der Dominik, der Will. Ja, grüezi miteinander. Guten Abend. Guten Abend. Danke mal. Danke dem Publikum, unserem Krisenstudio und dem Carpi, mein Lieblingsklatscher. Merci, merci. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Der Will, Leidung sucht international auf und davor speziell bei den Leuten gegen 100. Es ist ganz ein besonderer Tag. Ja. Heute, Carpi, sehr ein schöner Tag. Ja. Weißt du, was wir heute für einen schönen Tag haben? Heute ist Muttertag. Stimmt. Ja, ich weiß natürlich, dass heute Muttertag ist. Carpi, was hast du deiner Mutter geschenkt? Blumen. Blumen, das ist doch der DJ Antoine unter dem Muttertagsgeschenk. Unoriginell, er gibt komische Düfte von sich und lässt es mal eine Woche daheim stehen, fährt schon an von faulen. Was schenkst du deiner Mutter? Kapi, ganz sicher keine Blumen. Buh! Ja, sorry, aber auch ich hatte in der letzten Woche ein bisschen Zeit, ich konnte nicht schlafen. Und habe mich mal auf YouTube, ganz setzt du auch mal machen, habe mich ein bisschen schlau gemacht, habe erschreckend herausgefunden. Der Bill Gates will uns alle chippen. Nein. Nein. Weißt du, wie der Muttertag in die Schweiz kam? Das ist hochinteressant. Ja? Das sind nämlich nicht irgendwelche traurigen Mütter oder gute Söhne, die das hier lanciert haben, sondern der Floristenverband und Heilsarmee haben das aus Amerika in die Schweiz gebracht. Heilsarmee kann ich ja noch irgendwie verdauen, aber der Floristenverband, der ist wirklich saugefährlich. Und was sollte so gefährlich sein im Floristenverband? Ah, arme, naive, unwissende Carpi. Zum Glück hast du jemanden, der da ein bisschen nachgeforscht hat im YouTube. Ja? Überleg mal, es gibt den Muttertag, was gibt es dazu? Blumen. Ja? Mit dem Valentinstag, was gibt es? Blumen. Zum Geburtstag, ja, zum Hochzeit, Blumen. Zu Weihnachten zwar nicht Blumen, aber ein ganzer verdammter Baum. Ja? Und das hört ja bei der Viertig nicht einfach auf. Früher hat ja die Waffenlobby zum Beispiel noch etwas sagen kann, und man hat bei der Beerdigung noch in die Luft geschossen. Aber jetzt gibt es auch dort Blumen. Ihr habt Angst vor 5G-Antennen. Achtet euch mal, wie viele Geranien überall umhängen. Macht euch das keine Sorgen. Im Gegensatz zu den 5G-Strahlen gibt es nämlich wirklich Leute, die unter Pollen leiden. Und die Wurzeln der Blumenlobby graben noch viel tiefer. Aber bis in die Politik Carpi. Überleg doch mal, erwache, ja? Ja? Mach die Augen auf. Was ist das Erste, was unser Bundesrat überkommt, wenn er gewählt ist? Richtig. Blumen. Das ist kein Bundesrat. Ich sage dir, das ist ein Blumenrat. Und du glaubst, der Gassis sei von Glencore gekauft worden? Falsch. Nicht Glencore. Flörop hat den Gassis gekauft. Ganz sicher. Überleg doch mal, Blumenläden und Gartencenter sind die ersten, die ihn wieder aufmachen können. Wieso? Weil man Blumen braucht? Nein. Die haben sich überall eingekauft. Wahrscheinlich diverse Privatkonten dünkt in der ganzen Schweiz und aus allen Parteien ein schön buntes Sträusschen gemacht. Und jetzt pflanzen sie hier eine schöne Blumendiktatur, aber nicht mit mir. Ja? Ich weiß genau, was ihr plant und ich behalte euch im Auge. Darum, Carpi, nein, meine Mutter bekommt keine Blumen heute über. Kapiert. Sie suchen noch das perfekte Muttertagsgeschenk? Hier ist es, das neue Mami nicht besuchen. Mami nicht besuchen ist gesund und bekömmlich. Für sie, für ihn, aber vor allem für Mami. Unglaublich. Das neue Mami nicht besuchen kostet weder Zeit noch Geld und benötigt höchstens ein wenig Disziplin. Kein Spaß für die ganze Familie. Und das Beste, dank dem Mami nicht besuchen muss Mami mal wirklich nicht für sie kochen am Muttertag. Toll, oder? Das neue Mami nicht besuchen. Aber Vorsicht, nur dieses Jahr erhältlich. So, was haben wir noch Schönes können lesen diese Woche? Oh ja, diese Woche war es endlich so weit. Erinnert euch, nachdem das Parlament vor einigen Wochen unter Panik aufgelöst hat, haben sie sich alle Mut noch mal zusammengenommen und für ganze 3 Tage in Bern getroffen. Nicht im Bundeshaus, sondern in einem ähnlich geschichtsträchtigen Ort in Bern. Im Bärengraben. Nein, natürlich nicht. In der BEA Expo Messehalle. Die Demokratie hat endlich wieder Einzug in die Schweiz und das Parlament hat endlich zeigen, was es am besten kann. Nämlich saufen. Es ist wirklich anschliessend, selbst im Anschluss der Corona-Sondersession, 50 Parlamentarier eine illegale Party gefeiert haben.
Die haben sich per Notverordnung eine illegale Party besorgt. Ja, wirklich. Und BDPler so, was? Fake News, es hat überhaupt keine Party gegeben. Doch, hat sie. Sie sind einfach nicht eingeladen gewesen. So ist es. Der Veranstaltungsort, eben die Berner Expo, war übrigens zufrieden gewesen mit den Zahlen. So viel Alkohol ist wirklich nicht einmal in der letzten Weinmesse konsumiert worden. Ja, und die Abstimmungsergebnisse haben sie auch nicht in Prozent publiziert, sondern in Promille. Mhm. Ich habe gehört, dass die Party so feuchtfröhlich war, dass Martullo oben ohne auf den Tisch tanzt hat. Oben ohne? Ja, also das heisst, doch, das heisst also ohne Schutzmaske. Und wer war wohl DJ an dieser illegalen Party? Klar, der DJ Balthasar Blättli. Grüne Beats mit tiefroten Bass. Ah, das gefällt allen Parlamentariern. Also vor den Kameras haben dann aber gleich Parlamentarier peinlich genau auf die Vorgaben vom Bund geachtet. Jeder Parlamentarier sitzt 2 Meter vom Nächsten entfernt. Ja? Und die Rednerpulte sind nach jedem Votum penibel desinfiziert worden. Über das Mikrofon, vielleicht hat man das ja so gesehen, es sind so Plastiksäcke reingehängt worden. Finde ich gut, weil so dreckiges Zeug wie Dividenden ausschütten, sollte man nicht ohne Schutz sagen dürfen. Ja, hast du recht. Sogenannte Mikrofon-Pariser nennt man die. Weil man will ja auch nicht, dass bei diesen Rednern FDPler entstehen. Ja? Und was macht man, wenn man Party macht, sauft und genug für Hütterli dabei hat? Natürlich, es wird auch noch gevögelt. Das ist nicht einfach so ein Spruch, doch ist es eigentlich, weil es ist wirklich wahr. Am Dienstag haben dann verschiedenste Parlamentarier während der Sessionspause Vögel zählt. Ja? Also, können wir uns vorstellen, Parlamentarier über 60 haben dann so durch so Feldstecher durchgeschaut und haben den Twitter im Wald gesucht. Wo ist er denn? Nein, natürlich nicht. Zwar war es eine Aktion von der Naturschutzorganisation BirdLife, anscheinend mit dem Ziel, mehr über den Wandel der Vogelwelt in der Schweiz zu erfahren. Weil das will man jetzt in dieser Zeit erfahren, was ist mit den Vögeln. Ja. Das ist jetzt wichtig, hier mal schauen. Wieso möchte es das? Fragen wir mal einmal nachher. Wir wollen euch alle motivieren, euch zuzuhören, dass ihr daheim mal bewusst raushockt, die Augen zutut und mal hört, was gehört überhaupt für Vögelstimmen. Kennt ihr überhaupt den Spatz? Kennst du den Spatz, Kärpi? Ja, ne? Ich kenne den Spatz. Ja? Ich kenne den Spatz. Ich weiß, wie er pfeift, ich weiß, wo er wohnt und ich weiß, welcher Rot wie am besten zu ihm passt. Krass, Kärpi, du bist ja so ein richtiger Urolog. Ne? Wie der Leiter von BirdLife, der hat dann mal gezeigt, wie so die Vögel pfeifen. Was? Was wird echt angelockt, wenn man so auf der Straße pfeift? Dann lockst du 2 Herren an, im weißen Kittel, die sanft dich am Arm nehmen und abführen. Genau, und dann dich zwangsimpfen wahrscheinlich. Aber weißt du was, ich glaube, er ruft nicht nach Vögel, ich glaube, er ruft nach Parlamentarier. Und schau, da ist so ein ganz seltener Parlamentarier, ja, mit einem prächtigen Gefieder, der dem Ruf gefolgt ist. Ich finde es einfach wichtig, dass man sich ein bisschen auskennt, dort, wo man lebt. Und da gehören auch Vögel dazu. Jeden Tag hat es Vögel, die man im Mund hat. Frau Solberger von der SVP. Ja, jeden Tag hat es Vögel um einen herum. Klar, wenn man in der Politik tätig ist. Und als sie dann fertig war, ist sie dann wirklich mit dem Feldstecher zurück ins Parlament und hat noch mal durchgeüchselt. Schau mal, was für Vögelkarpi hat sie denn hier gesichtet? Schau mal, ja. Was hat sie denn da? Das sind 2 christliche Dummspatzen. Hier sieht man sie in Gefangenschaft, weil in freier Natur würden sie so ein oranges Gefieder haben und keine Hose tragen. Aha. Also was Politiker alles machen, wenn man da nicht genau hinschaut. Vögel beobachten, illegale Partys veranstalten. Kaum fühlen sich Politiker unbeobachtet, zeigen sie nämlich ihr wahres Gesicht. Nein, so ist es eben nicht, Frau Nationalrätin. Das Volk und auch die SVP steht nicht hinter ihrer Gutmenschenpolitik, die das ganze Asylchaos zu verantworten hat. Haben Sie das Gefühl, wir sind jetzt so saublöd, oder was? Also, Herr Dr. Mechler, da haben Sie uns ein bisschen falsch verstanden. Wir von den Grünen haben keineswegs... Dann machen Sie doch klare Aussagen und nicht so Wischi-Waschi-Statements. Da kann man nicht zuhören bei dem Geschnurr, das ist ja furchtbar. Sie haben keine politische Haltung und auch kein Rückgrat, Madame. Also, pflegte Gesprächskultur. Nicht mit Rückgrat und Lautstärke zu tun, sondern mit A und Verstand. Hochinteressante Gesprächsansätze von rechts wie von links. Wir schalten schnell ins Wetter, dann geht's weiter. Bleiben Sie dran. Und danke. Schnelle Minuten Pause. Alles auf zurück. Du hast mega gut gemacht, Beatrice. Findest du wirklich? Ja, so, wie du da die Zügel in der Hand hast, hast du wirklich gerne gemacht. Grusige Sauhunde, hey, wahrscheinlich nicht mal verheiratet. Du, Regula. Ich möchte mich noch kurz entschuldigen, dass ich dich so angelernt habe. Schau, da ist die Kleinste. Jetzt geht sie schon in die Wahlkrippe. Lass mal, Mechler. Deine Hippie-Scheiße interessiert mich in Feuchten. Leck, hast du wieder einen Scheiß verzapft, vorher du pfeifen? Wie? Was? Hä? Wieso? Was habe ich falsch gesagt? Du hast den Zahlendreier drin gehabt.
Bei den illegalen Grenzübertritt hast du 23% gesagt, es sind aber 32. Oh nein, nein, bin ich so dumm. Ey. Das ist ja völlig unseriös, wirklich, das Frau Kuhn. Entschuldigung, ich habe da eine Statistik irgendwie nicht ganz korrekt wiedergegeben. Könnte ich mich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern entschuldigen für das? Ist doch wurscht, diese Sendung hat dich um Quote. Du, also. Du, Regula, könntest du das vielleicht kurz ansprechen, damit ich das richtigstellen kann? Es ist mir wahnsinnig unangenehm, wirklich. Lass mal machen. Ich habe dich verarscht. Piss dir nicht in die Hose. Du hast es richtig gesagt. Es sind 32%. Du bist so gemein. Regula, ich habe dich gemeint. Das ist so fies. Weißt, du bist schon Nationalrätin. Ja? Und ich nicht. So, wir weitermachen. Fertig. Danke vielmals. 3, 2. Willkommen zurück zu unserer Sendung zum Thema Politik. Spiegel unserer schizophrenen Gesellschaft. Herr Dr. Mechler, Sie haben das Wort. 32%! 32%, Frau Nationalrätin! Sagen Sie dazu? So, das Parlament ist zurück und es gibt Vollgas. Aber über was haben Sie denn jetzt wirklich geredet? Wisst ihr über was? Für die von der Pandemie betroffenen Ladenbesitzer hat der Nationalrat, hurra, eine Mietzinsreduktion beschlossen. Ja, und der Ständerat hat es dann abgelehnt. Ja, und der Nationalrat hat dann noch entschieden, dass Firmen, die Kurzarbeit anordnen, Aktionär keine Dividenden auszahlen dürfen. Und der Ständerat hat auch das nachher abgelehnt. Ja, Kapi, ist doch jetzt nicht so schlimm. Ich finde es super, die gegenseitig blockieren, nicht vorwärts machen, sich die ganze Zeit widersprechen, Stillstand. Endlich. Ich werde ganz sentimental. Ja, ja. Der Blumenrat hat mit Notrecht in den letzten Wochen so viele Entscheidungen rausgehauen, dass man ganz vergessen hat, dass Politik eigentlich aus gegenseitigen Vorwürfen besteht. Ja? Natürlich ist allen klar, dass man Geschäfte, die keinen Umsatz machen, aber horrende Mieten zahlen müssen, dass man denen helfen muss. Aber man ist sich natürlich nicht einig geworden, wie. Wie wenn die Sanitäter bei einem Unfall darüber streiten, ob jetzt Herzmassage oder Defibrillator während der Patient langsam stirbt. Ja, der Ladenbesitzer ist ein Märtyrer, gestorben für die Demokratie. Ja, und während die einen abkratzen, verdienen die anderen. Zum Beispiel die BA Expo Messehalle, wo das ja stattgefunden hat, die Session. Was kassieren die als Miete für das Parlament dort takt? Kapi, wie viel? 1,8 Millionen. 1,8 Millionen? Das ist doch vernünftig. Ja, also für die BA Expo schon. Ja. Natürlich, es ist super, dass das Parlament wieder da ist. Was haben wir gesehen beim Bundesrat? Eine einzige harmonische Einigkeit. Das ist ja langweilig. Nicht zum Aushalten gewesen. Endlich wird in der Politik wieder gestritten. Zum Beispiel zum Thema Mietzinsreduktion. Dieser Vorschlag hier ist ja nicht in der Kaffeepause entstanden, wo jemand gesagt hat, ich habe eine lustige Idee. Ich finde es eine Sauerei, was hier abgeht. Kollegin Badon, Sie sind Kommissionssprecherin und Sie haben keine eigene private Veranstaltung hier auf dieser Bühne. Also. Ja, jetzt schaut mal die Vögel an. Das ist ein richtiger Feind. Das haben wir doch vermisst in der Politik. Nicht wie bei diesen Bundesrat-Hippies, die sich gemeinsam zusammen einen Ruck geben wollen. Nein, die im Bundesrat, das sind gesittete, langweilige, harmonische Menschen. Nicht so wie die im Parlament. Ja? Dort herrscht allgemeine Schimpfpflicht, auch beim Thema Dividenden. Die sind so richtig verrückt. Ja, selbstverständlich, weil das ist ein verdammter Eingriff ins Eigentumsrecht, ins Unternehmensrecht, Gen von der Schweiz, die die Schweiz erfolgreich gemacht hat. Ja, das sind doch die verdammten Gen von der Schweiz. Gott, vertelle ich nochmal. Das ist unsere DNA, dass die Reichen Gewinn kassiert und noch reicher werden, während die Arbeitnehmer Schiss um ihren Job haben. So ist es doch. Und was machen die Reichen mit all ihrem Stutz? Sie bunkern. Es war die erste Session seit dem Anfang des Lockdowns. Und das Schweizer Parlament hat diese Woche Entscheidungen getroffen, die nicht allen einleuchten. Dividendenausschüttungen, ja, Mieterlass, nein, kurz. Das Geld fließt weiterhin unkontrolliert in die Konten rein, die sowieso schon gut gefüllt sind, während die Allgemeinheit sich Sorgen machen muss um ihre Jobs, ihre Wohnung, ihre Zukunft. Diese Ungleichheit lastet aber nicht nur auf dem Portemonnaie, sondern besonders auch auf der Psyche von Schweizer Millionären. Die historisch belesene Goldküstenbewohnerin weiss nämlich, dort, wo eine Armutsschere aufgeht, geht irgendwann eine Guillotine zu. Unfähig, etwas gegen den eigenen Wohlstand zu unternehmen, fühlen sich viele Millionäre gerade vom Staat im Stich gelassen. Und je mehr Leute vor den wiedergeöffneten Baumärkten in der Schlange stehen, umso mehr fragen sich die Villenbewohner, was haben die eigentlich mit all diesen Heugabeln, Fackeln und Schaufeln eigentlich vor? Und machen sich Sorgen. Tja, es gibt in so einer Situation nur eine Investition, die wirklich etwas bringt. Eine Investition, die ihre Nützlichkeit behaltet. Heute, morgen und in alle Ewigkeit.
einen eigenen Bunker. Ja, Bunker. Das ist die Ideallösung für Menschen mit zu viel Angst und Geld. Sitzen sie Krisen einfach aus. Unter 150 Tonnen Beton. Endlich haben sie das ruhige Leben, das sie sich schon immer gewünscht haben. Nur sie und ihr Vermögen. Aber so ein Bunker ist ja nicht nur für die Krise. So ein Bunker ist fürs Leben. Der Bunker, in dem wir gerade stehen, überzeugt durch drei verschiedene Saunaräume, einen Hammer am Kräuterdampfbad, zwei Massagestühle und einen speziell angefertigten Champagner-Jacuzzi. Dank der komplett schallisolierten Wand können Sie bis in die frühen Morgenstunden ungehemmt laut Ihres Geld zählen, ohne dass der Pöbel etwas davon mitkriegt. Und nein, Lichter sind keine installiert. Der Anblick von der eigenen Kunstsammlung macht die meisten zurzeit eh gerade nur nervös. Darum warten Sie nicht ab. Investieren Sie noch heute in Ihren eigenen Bunker. Und zwar schnell, bevor die zweite Corona-Welle die Baubranche lahmlegt. Für nur 10'000 Franken sind Sie dabei. Und 10'000 Franken, sind wir ehrlich, kann sich jede Schweizerin und jeder Schweizer leisten. Hört ihr das? Verdammt, ich glaube, der Pöbel hat uns gefunden. Sie brechen durch die Wand. Schnell, ab in den zweiten Tresor. Und rettet den Gendarme. Oh! Im Bunker, verschollen unter der Erde, unsere Jane Mumford. So, nochmal zurück zur Sondersession zum Schluss. Hat es noch einen kleinen Höhepunkt gegeben? Weiss nicht, ob ihr es gesehen habt. Das schönste Schlusswort, das man sich vorstellen kann. Vergessen Martin Luther King mit «I have a dream». Vergessen John F. Kennedy mit «Ich bin ein Berliner». Wir haben jetzt den Ueli Maurer. Hm? Der Ueli Maurer hat vom Parlament richtig Werbung für die Schweiz gemacht mit der grossen Kelle angerührt. Dagegen war wirklich Tannenbaumrede vom Ogi ein Kindergartenfäsli. Du hast die Rede gesehen. Ja. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn man die Rede schaut und dann so schöne Musik darunter stellt, wird das noch erhabener aussehen. Regie, können wir das vielleicht einmal? Schaut euch das mal an. Machen Sie Ferien in der Schweiz. Geben Sie das Geld hier aus. Besuchen Sie die Naturschönheiten. Machen Sie Sport. Genießen Sie das feine Essen, den feinen Wein, das Bier, das Wasser. Alles, was wir haben. Das müsste das Signal sein eines Parlaments nach dieser Sondersession. Solidarisch zu sein mit der... Ja, solidarisch zu sein mit der Bevölkerung. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt. Jetzt sind wir eingesperrt gewesen, immer noch ein bisschen. Und wenn Sie vorangehen in diese Sommerferien und dieses Signal aussenden, wir sind solidarisch und wir machen das miteinander, da spielt es nicht einmal eine solche Rolle, wie viel Geld, das Sie hier beschließen. Von mir aus selbstverständlich möglichst wenig, weil es sind alles Schulden der Zukunft. Aber Ihre Aufgabe ist es, heute Abend und morgen die Session so zu verlassen und dieses Aufbruchssignal zu senden. Das brauchen die Leute. Die Leute haben immer noch Angst, sie sind verunsichert. Und Sie als Leader nach dieser Session müssten dieses Signal aussparen. Ah, wunderbar. Ist das nicht schön? He? Es war wirklich eine tolle Stimmung dort, an der Sondersession. Der Bastian Giraud hat das Hömmli vom Leib gerissen. Der andere Silberschmied hat ihn umarmt und abgeschmützelt. Fabian Molina hat den Nuki rausgehauen. Und sogar der Roger Köppel hat von lauter Erregung kurz vom Laptop raufschauen. Und wenn der Ueli jetzt noch irgendwo das Bündnerfleisch eingebaut hätte, dann wäre der Saal komplett ausgerastet, oder, Kapi? Darf der Ueli Maurer so unverblümt Werbung für Schweiztourismus machen? Ja, klar. Er repräsentiert ja immerhin die SVP, die Schweizerische Ferienpartei. Hm? Die hat sie auch bereits im Logo. Grüne Wiese, Sonnenschein. Und Alkohol. Wo siehst du Alkohol im Parteilogo? An der Fahne. Gut. Kapi, könntest du dir Ferien in der Schweiz vorstellen? Nein. Und im Welschland? Nein. Und wieso nicht? Wieso nicht? Ich finde es mega blöd, wenn man in der Ferien einen Schweizer trifft. Und sowieso, wir haben eine Rekordarbeitslosigkeit und der Ueli Maurer weiss nichts Besseres, als von Ferien zu schnurren. Ja, nicht überall sind Ferien die erste Priorität, Ueli. Zum Beispiel in Genf. Ja, dort sind am letzten Wochenende 2500 Leute angestanden für eine mickrige Notration Essen. Denen spricht der Ueli bestimmt aus der Seele, wenn er sagt... Und ich habe langsam genug von dieser Krise. Jawohl, der Ueli hat genug. Jetzt ist fertig. Ja, keine Lust mehr. Genug vom Virus, genug vom Lockdown. Aber vor allem hat er genug, dass der Bund dauernd Geld ausgeben muss. Denn das sind ja schließlich, wie ich gesagt habe, die Schulden der Zukunft. Wenn du also leidest unter Corona, ja, wenn du musst leiden, dann brauchst du kein Geld vom Bund. Sondern du brauchst zum ersten Mal Ferien. Hm? Du brauchst eine gute Laune, ein Zöpfchen in der Schnorre und ein Murmeli im Arm.
Fragen, die die Schweiz bewegen. Wann ist die Corona-Krise vorbei? Und wird sich die Wirtschaft je wieder erholen? Aber auch, was wird jetzt aus den Sommerferien am Strand? Keine Sorge, Sie brauchen Ihre Koffer nicht wieder auszupacken. Denn De Ville Reisen präsentiert Ferien in der Schweiz. Warum bis nach Rio fliegen, um die Favelas zu besuchen? Kennen Sie schon den typischen Schweizer Schrebergarten? Hier gehen Sie mit einem Kopfsalat nach Hause, statt einer Kugel im Kopf. Wer jahrhundertealte architektonische Wunder bestaunen möchte, muss nicht bis nach Rom fliegen. Risse im Gemäuer, bröckelnde Fassaden und eine strahlende Vergangenheit gibt es auch im Aargau beim Kernkraftwerk Betznau zu bestaunen. Die Golden Gate Bridge in San Francisco? Wie karg, wie hart, wie lächerlich. Die Kappelbrücke in Luzern, die hat ein Dach. Und da hängen Geranien dran. Ferien in der Schweiz, warum sind Sie da nicht früher drauf gekommen? Endlich ohne Probleme immer und überall Rivella und Wurst-Käsesalat bestellen. Und das in Ihrer Sprache. Oder fast überall. Tui, Pfui, De Ville Reisen. Die Schweiz ist so vielfältig. Wir haben Oberglatt, Niederglatt, Unterglatt, Nebenglatt, Aufglatt, Imglatt. Ist das nicht sauglatt? Sie stehen auf Entdeckungsreisen und wollen fremde, primitive Kulturen erleben? Besuchen Sie die Romandie. Wer will schon auf der Route 66 durch Wüstengebiete heizen, wenn man auf der A1 durch wüste Gebiete fahren kann? Unsere A1 ist dafür einfach 1A. Sie stehen auf Städtereisen und buchen immer völlig überteuerte Wohnungen auf Airbnb? Kein Problem, ziehen Sie doch nach Zürich. Airbnb-Preise das ganze Jahr. Flanieren wie in Barcelona, einfach ohne lästige Sonne. Speisen wie in Delhi, einfach ohne lästigen Durchfall. Und lieben wie in Paris, einfach ohne lästige Franzosen. Und vergessen Sie nicht, das Italien der Schweiz, das schöne Tessin. Moment, nein, gehen Sie auf keinen Fall ins Tessin. Es ist noch viel zu früh, aber in Olten soll es auch ganz schön sein. Buchen Sie jetzt Ferien in der Schweiz. Sondersession, schön und gut. Aber jetzt kommt eine richtige Bombe, da haben wir etwas können lesen. Ein Skandal von internationalem Ausmaß im wahrsten Sinne des Wortes. Dagegen sind Crypto-Leaks wirklich Kinderkram gewesen. Schaut euch das an. Hacker haben sich in diverse Treuepunktkonten eingeloggt und verkaufen jetzt unsere geliebten Cumulus-Punkte und Ähnliches über das Darknet an andere Kriminelle. Jetzt Aktion im Darknet. Waffen, Drogen und Cumulus-Punkte. Ja, die Bitcoins sind gestern gewesen, jetzt dealt man mit Cumulus-Punkten. Und fährt sie wieso auch nicht? Ich meine, es ist eine stabile Währung, Cumulus-Punkte. Gerade in dieser Zeit, wo die Börse leidet. Cumulus-Punkte sind immer gleich viel wert. Nämlich nichts. Ganz einfach. Für alle, die nicht wissen, was Hacken ist, das ist wie Einbrechen, aber aus dem Homeoffice. Das ist ja eigentlich noch nicht wegen der Ansteckungsgefahr. Mhm. Ja, wäre man nicht mehr persönlich auf der Straße ausgeraubt, sondern aus sicherer Distanz, aus dem Netz. Das ist gelebte Solidarität. Und zum Glück, denn Treuepunktbetrüger sind mega krass bewaffnet. Die haben ja wirklich Treuepunkte im Wert von über 600'000 Franken geklaut. Stell dir vor, wie viele Tourmix-Handmixer das sind. Hände hoch oder ich püriere sie. Punkte her oder ich hau dich in die Pfanne. Richtig. Aber wer sind die Hacker überhaupt gewesen? Wer ist so böse, so gemein, so hinterlistig, dass man unsere Cumulus-Punkte klaut? Grossis, offensichtlich. Grossis? Meinst du, Grossis können hacken? Sicher. Also, Miss Grossi ist zum Beispiel berühmt für ihren Hackbraten. Ja, stimmt. Jetzt, was du sagst, Miss Grossi kann mega gut Socken häkeln. Und irgendwie müssen ja die Grossis auch an die Cumulus-Punkte kommen, wenn sie jetzt nicht mehr einkaufen dürfen. Stecken wirklich Grossis hinter dem Cumulus-Hack? Nein, leider nicht. Schlussendlich hat die Polizei herausgefunden, es war eine junge Hackergruppe aus Polen gewesen. Aber was wollen Polen mit Cumulus-Punkten? Die haben die Punkte zu Geld gemacht, sie haben sie an Wattländer Kriminelle weiterverkauft. Ich sage es ungern, aber es ist schon sehr typisch, immer wenn etwas geklaut wird oder wenn es um Verbrecherbanden geht, sind die immer aus... Dominik, willst du jetzt wirklich Polenwitze machen? Polen? Nein, natürlich nicht. Ich meine, sie kommen aus dem Welschland, ja? Aus dem Kanton Watt in dem Fall. Kriminelle Organisationen haben ja auch eine lange Tradition dort. Ja? Denk zum Beispiel Nestle Hauptsitz in WW, Philipp Morris Zentral oder die kriminellste Organisation von allen, das Bundesgericht in Lausanne. Was hat Migros eigentlich gesagt? Die war natürlich zu Recht völlig verärgert über die Geschichte. Ich meine, Kunden überwachen, Daten scheffeln, das ist doch immer noch ihr Job, hat sie gemeint. Und jetzt zu jemandem, der schon ja, in dieser Krise auch ganz hart von seinen letzten Cumulus-Punkten lebt. Meine Damen und Herren, da ist sie, Lara Stoll. Genfer Autosalon, Dice Expo 2020, frische Weltcup Gavatsch, Frühlingskonzert Jodlerclub Bern, Weinfelder Autofest,
Basler Dingdong, die Innerschweizer Hut- und Rodel-Olympiade, das Appenzeller Zwergbiberfladenwerfen und das große Luganeser Risotto-Tauchen. Es ist mir ein Rätsel, wie die Schweizer Bevölkerung das alles verkraften will. Die Absage all dieser wunderbaren Grossveranstaltungen ist ein Schlag in unsere von Kanton zu Kanton unterschiedlichen Weichteile. Ohne wichtige soziale Begegnungszonen wie das Alpamare kommt der Mensch auf immer kuriosere Ideen freizeitlicher Zerstreuung. Er erledigt jetzt schon seine Steuererklärung, inhaliert sinneserweiternden Schabziger, pustet sich Aromat in den Hintern und macht einen Livestream davon. Die Fasnacht ist und war mir scheißegal. Aber ich, als assimilierte Zürcherin, bin betroffen und verunsichert. Dieser Frühling wird unweigerlich unsere gesamte Umwelt, ja unsere Geschichte beeinflussen. Dass dieses Jahr kein Böck explodiert ist, das lässt selbst mich nicht kalt. Woher, meine Damen und Herren, soll der Sommer jetzt wissen, wie lange er dauern soll? Was ist, wenn er gar nicht mehr aufhört? Bis in 6 Milliarden Jahren die Sonne explodiert. Weihnachten in kurzen Hosen? Naja, besser als Weihnachten in langen Hosen. Aber was wird Greta Thunfisch dazu sagen? Hey, da wat händ ja Gilla Spaghetti Poeng Malmö? Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich verspüre den Drang, Böken explodieren zu lassen. Und zwar nicht nur meine. Ich weiß nicht, vermutlich ist es keine gute Idee. Aber was ist schon eine Idee im Vergleich zu einem Böck? Vielleicht mache ich jetzt erst mal wieder ein paar Hamsterkäufe. Das hat mich immer schon beruhigt. Ich habe zu Hause zwar schon recht viele Hamster, möchte ich meinen, wenn nicht zu viele. Aber was ist schon ein Hamster im Vergleich zu einem Meerschweinchen? Und welche Dinge werden uns in 3 Wochen beschäftigen? Dürfen wir dann schon wieder im Zug rauchen? Ja, was haben wir denn da? Es gibt einen grusigen Sommer. Direkt von der Corona-Dunkelkammer zu Ihnen, die gut stoben, die äußerst systemrelevante Lara Stoll. So, ob es wirklich eine gute Idee war, Bauzentren, Floristen und ab morgen am Montag alle lebensnotwendigen Läden wie Handy- und Duftkerzen-Shop zu eröffnen. Darüber ist lang und breit von links nach rechts diskutiert und gestritten worden. Aber über eine Lockerungsmassnahme sind sich alle einig und finden es eine gute Idee, dass endlich vorwärts gemacht wird. Die Öffnung der Kindergärten und Grundschulen nach gut 8 Wochen Homeschooling. Weil es wichtig ist, dass die Kinder wieder mit ihren Klassengespendeln zusammen lernen können, dass sie wieder in einen Tagesrhythmus finden. Und nicht zu vergessen, dass wir Eltern endlich wieder mal unsere Ruhe haben und uns um unseren Kram kümmern können. Ja? Die letzten Wochen waren dermassen mühsam. Die ganzen Prüfe, die man sich jetzt hineingeben musste, als Eltern, man musste WC-Papier-Dealer auf einmal anerkannte Serienkritiker, Bananenbrotbäcker, Sommelier am Abend. Ja? Ja, in meinem Umfeld sind jetzt alle Virologen. Können ich, ja. Und natürlich eben als Eltern Lehrer. Auf einmal musste man Lehrer sein. Ich habe mit meinen Kindern zum Teil, geht euch vielleicht auch so daheim, 3 Stunden am Tag Schule gemacht. Und ich gebe zu, das ist mir hier und wieder Geduldsfaden wirklich gerissen, wenn ich zum 30. Mal erklären musste, dass 7 mal 8 54 gibt. 56. Noch schlimmer. Hm? Aber Dominik, du bist doch ausgebildeter Kindergärtner. Du solltest doch in deinem Element sein. Kapi, was verstehst du von Kind? Aber ist ja gleich. Ja? Und ich denke aber auch, dass die meisten Lehrpersonen ganz glücklich sind, wieder anzufangen am Montag. Es waren ja nicht etwa Corona-Ferien gewesen. Nein, nein, im Gegenteil. Als Lehrperson musst du dir vorstellen, hat man den ganzen Unterrichtsstil müssen umkrempeln, Arbeitsmappen für daheim zusammenstellen, Kind einzeln telefonisch anrufen. Und die Lehrpersonen müssen dann so Lehrfilme für Kinder erstellen und auf YouTube aufladen. Und das war hart. Mhm. Ich meine, zum Teil war es wirklich super und schön und herzig, aber zum Teil haben sie dann auch wirklich gewirkt wie so ganz arme YouTuber, die genau wissen, dass sie nie irgendjemanden abonnieren werden. Hey, wenn ihr wollt, lasst mir für meine Bastelanleitung einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Ja, und schreibt unten in die Kommis, was ihr davon hält. Ah, ich verstehe es natürlich, weil man ja nicht Lehrer oder Kindergärtnerin wird, nur weil man dem Kind gerne etwas beibringen will. Sondern weil man auch sehr gerne 20 Mal im Jahr Geburi feiern kann. Nein. Doch.
Stimmt, doch, das natürlich auch. Aber vor allem, wenn man gerne mit Menschen im regen Kontakt im Austausch ist. Ja? Mit Menschen oder jetzt im Kindergarten, zumindest mit halben Menschen, gerne tut mit ihnen zusammenarbeiten. Und genau das mit dem engen Zusammenarbeiten wird ein echtes Problem in der Schule und Kindergarten werden in den nächsten Tagen. Weil Corona ist ja jetzt nicht einfach weg. Aber der Bund hat doch bestimmt Sicherheitsregeln aufgestellt. Empfohlen hat er sie. Empfohlen, den Rest hat er mal schön den Kantonen oder sogar den einzelnen Schulen überlassen. Überhaupt herrscht jetzt ein grosses Durcheinander. Jeder Kanton schaut es für sich selber, wie er den ersten Schultag nach Corona auch überkommt. Aber schauen wir uns doch einmal so einen Post-Corona-ersten Schultag an. Ich habe hier etwas Schönes mitgebracht, ein Modell sozusagen. Schau mal. Wow. Kapi, schau mal. Prächtiges Schulhaus. Wow. Haben wir hier. Die da sind wichtig. 1, 2, 3, 4, 5. Und da vorne ist die Lehrerin, die auf die Kinder wartet. Kinder, Schule von da. Und wer sind die 5 Typen, die da am Schulhaus rumstehen? Sind das Corona-Detektive? Laserreport? Nein, das sind Abwärter. Ja, die sind extrem wichtig. Abwärter. 5 Abwärter für so eine kleine Schule? Ja. Weil Sicherheitsmaßnahmen sehen vor, dass Treppenläufe, Schülerpulte, Kontaktpunkte, WCs und Lavabos und überhaupt alle Oberflächen mehrmals täglich geputzt werden. Da reicht eine Abwart natürlich nicht, da muss man 5 einstellen dafür. So, und jetzt kommen die Kinder. Schau mal, da kommen die Kinder herzig, wie sie da kommen. Schau dir das mal an. So, da kommen die Kinder. Natürlich haben sie schön 2 Meter Abstand. Dafür haben wir auch viele Abwärter. Oder immer dann schauen, Kinder, so ein bisschen auseinander. So, und dann wird schön durchgezählt, wenn alle da sind. Ist aber eine kleine Klasse. Ja, es ist ein Halbklassenunterricht. Aha. Aber auch das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Da hat man sich nicht genau einigen. So, das sind also Kinder. Das ist der Kevin, das ist Savannah Cheyenne. Aha, die Schule steht im Aargau. Nein, im Aargau unterrichtet sie mit vollen Klassenbeständen. Ja, die Lehrpersonen im Aargau sind anscheinend grundsätzlich resistenter. Wahrscheinlich wegen der Rüebli und der ganzen Atomkraftwerke, die dort umeinander stehen, könnte ich mir vorstellen. Nein, die Schule steht, sagen wir mal, in Zürich. So, Kapi, bitte eine Schulglocke könnt ihr jetzt brauchen? Jawohl. Nein, nicht eine Truthahn-Schulglocke, wenn das möglich wäre. So, jetzt gehen Sie aber in Klassenzimmer. Kommen Sie hier, Klassenzimmer, gehen Sie hier. Schauen mal, mit Abstand natürlich. Gehen Sie hier rauf, schöne Klassenzimmer. Schau, gehen Sie hier rauf. Alle schön, haben genug Platz im Klassenzimmer mit der Halbklasse in Zürich. Das ist eben noch schlau gemacht. Dann tut die Lehrerin schön erklären, hier am Plakat, wie man Hände waschen muss, Abstand halten, nicht anlängen. Ja. Oh, hat da gerade ein Kind gehustet? Ja. Was passiert jetzt mit dem? Das Kind muss jetzt laut der Regel das jetzt heimgeschickt werden. Das darf nicht mehr teilnehmen. Geht aber leider nicht, weil die Mami arbeitet in der Migros und der Papi ist hier einer von diesen Abwärtern. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Und der kommt jetzt auch dort die Stege rauf, kommt rein, der muss jetzt hier mal alle Oberflächen durchputzen. Das gehört natürlich dazu. Kind auf die Seite. So, auf die Seite da, Kinder. Und dann geht er wieder runter. So. Und die Lehrerin bleibt aber überraschenderweise sehr cool. Weil sie weiss, es ist alles angenehmer, ja, als die eigenen Kinder daheim zu unterrichten oder auf TikTok schriftlich an Tieren zu tanzen. Du, aber ich finde, es funktioniert mega gut so. Also in der Schule schauen sie sehr, dass sich niemand ansteckt oder mit Halbklassen Abstand hält und so. Also, Mama! Ja, ja, Kapi, aber der Unterricht hat ja noch gar nicht angefangen. Das kommt erst jetzt. Ich zeige dir mal, wie so eine durchschnittliche Lektion zum Beispiel jetzt aussieht in einer 3. Klasse. Zum Beispiel Mathe. Ja? Schau jetzt so. Was gibt 7 mal 8? 15, 43, 18, 29. Ja? Dann zum Beispiel jetzt ein bisschen Englisch und Deutsch. Ja? Und zum Schluss noch eine Musiklektion. Der Ferdinand ist gestorben. Oh weh, oh weh, oh weh. Der Ferdinand ist leider Risikogruppe gewesen. So, Kapi, die Schule ist fertig. Jetzt die Schulglocke. Und dann gehen alle heim. So sieht es eben aus. So funktioniert Schule und Kindergarten. Ja? Ein bisschen ähnlich wie die Sondersession. Ja, genau. Auf dem Papier klingt das alles sehr gut. Aber in echt ist alles, du siehst es, einfach ein bisschen lebendiger. Aber Dominik, bist du jetzt dafür, dass die Schule wieder aufgeht oder dagegen? Also als Vater bin ich natürlich froh. Als ehemaliger Kindergärtner sehe ich es eher kritisch, dass die geplanten Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen sind. Aber weißt du, ich habe keine Ahnung. Und ich finde, ich habe keine Ahnung, sollten jetzt viel mehr Leute viel häufiger sagen. Lassen wir bitte auf die Leute, die daraus kommen. In diesem Fall Lehrerinnen und Lehrer. Und nein, liebe Eltern, auch wenn ihr jetzt ein paar Wochen lang einmal eins mit den Kindern geübt habt, deswegen sind ihr nicht gerade Lehrer. Ja, lasst auf die Lehrpersonen, lasst auf eure Kinder, wie es ihnen geht in den nächsten Wochen und weniger aufs Internet oder auf euer Bauchgefühl. Weil es gibt nur einen Experte, der auf sein Bauchgefühl hören darf. Und das ist der Klibi. Woo!
Corona-Line? Ja. Der Berse hat gesagt, wir brauchen 2 Meter Abstand. Das glaube ich nicht. Wieso denn nicht? Ich glaube kein Mann, der von Längen redet. Also nein. Wieso drehst du eigentlich keine Maske? Weißt, ich wollte nichts im Gesicht, wo die ganze Zeit mein Maul verdeckt und sich Dreck drin ablagert. Ich meine, dann keine Schutzmaske, nicht dein Schnauz. Bist du eigentlich froh, dass die Läden wieder aufgehen? Ja. Wieso denn? Ja, weil Online-Shopping musste ich aufgeben. Wieso hast du denn aufgeben? Ja, weil immer, wenn ich den Warenkorb voll hatte, ist gestanden, Bestellung aufgeben. Du, Klibi. Ja. Wieso war eigentlich alles zu? Weißt du, sie wollen die Kurve flach halten, die Zahlen sollen abnehmen. Abnehmen? Mhm. Dann müssen sie nicht die Läden schliessen, sondern den Kühlschrank von der Tante Olga. Ja, wow, Klibi und Corona-Line sind das gewesen. Und wir sind auch schon am Ende mit der Sendung. Bei Deville, diese Woche sind dabei gewesen Jane Mumford, Lara Stoll und natürlich der Carpi. Und denkt dran an die Blumenlobby. Ich habe euch gewarnt, sie überwachen uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gute Nacht miteinander.